Bei neuen Protesten gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist die Polizei zum Teil gewaltsam gegen Teilnehmer vorgegangen. Mehrere Menschen wurden vorübergehend festgenommen. An der größten Demonstration vor Netanyahus offizieller Residenz in Jerusalem beteiligten sich laut israelischen Medien rund 10.000 Menschen. Die Demonstrationen laufen seit mehreren Wochen und richten sich gegen die Amtsführung des Regierungschefs, gegen sein Management der Corona-Krise und gegen Korruption. Viele Israelis akzeptieren nicht, dass Netanyahu weiter im Amt ist, obwohl ein Gerichtsverfahren gegen ihn läuft. Ihm werden unter anderem Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen. In der Corona-Krise werden ihm vorschnelle Lockerungen und eine mangelhafte Vorbereitung auf eine zweite Infektionswelle angelastet.